Jo Leute, was geht ab? Hier ist FARD und ich glaube, viele von euch haben das Video mit dem kleinen, süßen, lieben, netten Niklas gesehen. Es war ein lustiger Zufall und zwar habe ich diese Woche mit Erich von hiphop.de habe ich mich getroffen bezüglich meines neuen Albums und wir haben parallel dazu über die Flüchtlinge, die gerade über das aktuelle Thema gesprochen, über Flüchtlinge, über Rassismus, über den Alltag, den Rassismus, den man im Alltag kennt. Und zufälligerweise ist der kleine Niklas an uns vorbeigelaufen, fand unsere Arbeit anscheinend ein bisschen interessant. Und ich habe den dann zu mir gerufen und der hat sein Statement abgelassen. Wie er mitbekommen hat, sieht er in jedem einen Menschen. Und wie Herbert Grönemeyer so schön gesagt hatte in seinem Song Kinder an die Macht, ich fand das sehr beeindruckend, wie unbefangen und wie vorurteilsfrei er an die Sache rangegangen ist. Wie das Ganze zustande gekommen ist und über das ganze Thema werdet ihr am Dienstag auf hiphop.de sehen. Ich habe da mit Erich, glaube ich, 30, 40 Minuten über das Thema diskutiert, geredet, gesprochen, meine persönlichen Erfahrungen eingebracht. Und ich denke, da wird auch ein Free-Track bezüglich dieses Themas noch folgen, auch auf hiphop.de. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden. Ich wollte nur ein kleines Statement nochmal loswerden, dass ich mich ganz kurz bedanken möchte bei allen, die das Video teilen und ich einfach sehr viel Feedback gerade bekomme daraufhin bezogen. Es geht ja speziell nicht um mich in diesem Falle, sondern einfach, dass ich sehe, dass die ganzen Leute der gleichen Meinung sind, dass die Mensch Mensch ist und die das einfach teilen und gegen diese braune Hetze aktuell sind. Vielen Dank dafür, Leute. Verbreitet das Video, setzt ein Zeichen damit. Schöne Grüße von FARD. Peace.